Hallo Freunde vom KSC-Kanal. Zum ersten einmal vielen Dank für die vielen Abonnenten, weil wir haben jetzt die Marke von 500 geknackt und dafür bin ich euch echt dankbar. Super dafür und ich hoffe, ihr bleibt mir auch weiterhin treu und schaut immer fleißig, was so alles noch kommt. Heute fange ich mit einer Reihe an, wie wir Karate lernen möchten. Und zwar, wir fangen ganz einfach an und entwickeln uns Stück für Stück weiter. Das Video könnt ihr auch benutzen bei euch als Ergänzung zum Heimtraining später. Wenn ihr zum Beispiel mit euren Kindern gewisse Dinge übt, könnt ihr sagen, zu Hause könnt ihr nochmal nachschauen, guckt euch da die Videos an, probiert's. Damit ist der Lernerfolg noch schneller zu erreichen, als wie nur mit dem reinen Training zu Hause. So, da wollen wir auch direkt loslegen damit. So, es geht jetzt heute erstmal darum, wie drehe ich mich? Ja, wie drehe ich mich auf der Stelle? Was kann man da machen? Machen wir mal eine kleine Vorübung dafür. Wir stellen uns hin und die Aufgabe ist es jetzt, wir wollen es nur auf der Ferse mal nach links umdrehen, nach rechts umdrehen, in die Mitte. Zur einen Seite, zur anderen Seite, in die Mitte. Aber wir drehen uns auf der Ferse. Wohin? Spielt erstmal keine Rolle. Achtet mal drauf, dabei nicht die Füße so weit hochzuheben, also nicht vorne und dann wieder hinstellen. Ganz flach geht über den Boden. Kurz und flach über den Boden. Ich löse nur meinen vorderen Fuß und drehe mich dadurch. Nicht die Zehen hochziehen, die bleiben auch schön ruhig. Okay. Und drehen, drehen. Wenn man es richtig macht, spürt man das, dass ich wirklich auf der Ferse stehe. Okay. Dass ich da meinen Druckpunkt habe beim Drehen. Und wenn ich das raus habe, dass ich mich gut auf der Ferse drehen kann, bin ich später auch in der Lage, mich schnell zu drehen und stabil zu drehen. Hier habe ich einen sogenannten Agility-Ring. Den benutzen wir jetzt, legen ihn auf den Boden. Einen Fuß stellen wir in den Ring hinein, den anderen draußen. Okay? Meine Füße sind jetzt so groß, dass die Zehen vorne an den Ring rankommen. Kleinere Kinder, kleinere Füße, da geht es anders, dass die Füße nicht so weit rankommen. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen um den Ring drumherum und der eine Fuß dreht sich auf der Ferse. Der Fuß dreht sich auf der Ferse. Anderes Bein. Da wieder auf die Ferse stellen. Da ist ein Punkt und jetzt drehen wir uns auf der Ferse. Dadurch sind die Zehen, zeige ich immer zum Rand des Rings. Die Zehen zeigen immer zum Rand des Ringes dadurch und ich verschiebe meinen Fuß nicht. Würde ich jetzt auf den Ballen drehen, würde mein Fuß ganz rausfallen und damit habe ich nichts erreicht. Also Fuß in die Mitte drehen. Jetzt kommt die zweite Übung dazu. Die meisten werden sich am Anfang vorwärts drehen. Wir drehen uns jetzt rückwärts. Rückwärts drehen, auf der Ferse. Rückwärts drehen. Rückwärts drehen, immer wieder versuchen. Und mit dem anderen Fuß. Hinstellen, die Zehen zeigen an den Ring und wir drehen uns rückwärts. Zehen werden nicht hochgezogen. Sehr gut. Jetzt geht es zum Karate. Die Drehungen, die wir am Anfang lernen müssen, sind drei Stück. So benenne ich es erstmal. Die erste Drehung, die wir haben, ist, wir stehen mit dem einen Bein vorne und das Bein, was jetzt vorne steht, will auf die andere Seite. Viele drehen sich am Anfang vorne um. Aber das ist falsch.
Nehmt das Bein und dreht es zur anderen Seite. Über den Rücken. Noch einmal. Der Fuß geht dran, hier vorbei, hier drüber stellen und drehen. Und wie ihr schon gemerkt habt, der hintere Fuß dreht auf der Ferse in diese Richtung. Warum? Wenn ich nicht auf der Ferse drehe, zum Beispiel jetzt auf dem Ballen, würde Kraft, die ich in diese Richtung bringen will, verloren gehen, weil der Fuß sich nach hinten setzt. Das will ich aber nicht. Die Kraft soll da in sich bewegen, wo ich hin möchte. Deswegen drehen wir uns hier auf der Ferse. Das ist die Drehung Nummer 1. Die Drehung Nummer 2 ist eine ganz simple Drehung. Wir stehen mit dem Bein vorne, nehmen das Bein an, aber wir gehen jetzt nicht nach hinten, sondern wir setzen es oben nach vorne und drehen wieder auf der Ferse hin. Noch einmal. Das vordere Bein rannehmen, auf den hinteren Fuß auf der Ferse drehen und nach vorne setzen. Ein letztes Mal. Ran und nach vorne. Ran und nach vorne. Rechtes Bein. Ran und nach vorne. Ranziehen, nach vorne. Wer möchte, kann dann auch versuchen, das Ganze etwas schneller zu versuchen. Und immer stabil stehen. Das ist die Aufgabe. Die Bewegung. Und stehen. Bewegung. Oder auf der Ferse gedreht. Dritte Drehung ist die schwierigste von allen. Wir stellen uns mit dem rechten Bein nach vorne. Wir wollen jetzt das hintere Bein 90 Grad nach rechts ziehen. Wir drehen uns zu der Seite, wo das Bein vorne steht. Wir haben vorher mit dem Ring diese Übung gemacht, wo wir standen, und haben uns rückwärts gedreht. Genau diese Übung kommt jetzt. Hintenrum und drehen. Als Tipp noch dazu, das Bein wird nicht irgendwie darüber gesetzt, sondern ich ziehe das Bein ran. Drehe jetzt auf der rechten Ferse und das Bein geht wieder raus. Der rechte vordere Fuß bleibt die ganze Zeit auf der Ferse stehen. Ran, drehen, vorwärts gehen. Die Zehen wieder ganz ruhig halten, dass wir nicht irgendwie mit den Zehen da rumspielen, rauf, runter, rechts, links, sondern ganz stabil bleiben. Das gleiche mit dem linken Fuß vorne. Hinteres Bein, ran, drehen, raus. Noch einmal. Stehen, hinteres Bein ran, drehen, raus. Und das ist Drehung Nummer 3. So, diese drei Drehungen solltet ihr jetzt intensiv üben. Und hier geht auch wieder Schnelligkeit, ist am Ende gefragt. Ran und den Fuß wieder raus. Und stehen. Darf nicht gewackelt werden. Mir geht es jetzt nicht darum, wie tief er steht. Können auch erstmal höher stehen oder was auch immer. Das spielt gar keine Rolle. Es geht nur um diesen Moment des Drehens. Und stehen. Wir nutzen ein bisschen die Gesetze der Physik. Ihr kennt alle, dass wenn man sich auf einen Drehstuhl stellt, setzt, die Arme auseinander macht und angestupst wird zum Drehen. Wenn ich dann die Arme zusammen mache, werde ich immer schneller. Und wenn ich die Arme wieder auseinander mache, werde ich langsamer. Das gleiche Prinzip haben wir hier. Wir stehen lang. Ich werde klein, ich werde schmal, ich kann mich schnell drehen und hier gehe ich den Fuß wieder raus, das bremst mich. Allein diese Bewegung raus wird mich abbremsen. Also, Aufgabe für zu Hause zum Üben. Wir üben Drehung Nummer 1, vorderes Bein, rückwärts über den Rücken zur anderen Seite. Drehung Nummer 2, vorderes Bein, ran. 90 Grad Winkel. Drehung Nummer 3. Rechtes Bein vorne. Oder linkes ist egal, aber das vordere Bein, das ist der Drehpunkt jetzt. Bei den anderen beiden war der hintere Fuß der Drehpunkt. Jetzt der vordere Fuß und drehen. Und alle drei Drehungen sollt ihr versuchen, eine Schnelligkeit hinzukriegen.
gerne drunter schreiben und nicht vergessen, da gibt es noch Videos und da könnt ihr abonnieren. Viel Spaß bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.